Warum soll es nicht auch mal umgekehrt sein? Trübe in der hessischen Heimat, herrliches Wetter im Norden der Republik. Wir sind wegen Kickers Offenbach nach Rostock gefahren. Nicht nur wir, sondern auch zahlreiche Fans von Kickers Offenbach haben die lange Reise hierher angetreten. 10 Stunden waren sie mit dem Bus unterwegs, jetzt sind sie hier. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Heimspiel. Herzlich willkommen zur dritten Liga. Hansa Rostock gegen Kickers Offenbach. Für beide Mannschaften geht es um eine Menge. Wenn Rostock gewinnt, sind sie definitiv weiterhin in der dritten Liga. Kickers Offenbach muss noch dringender gewinnen, um noch eine Chance zu haben, den Klassenerhalt zu schaffen. Es geht also um eine Menge. Für Sie, liebe Zuschauer, ist das ein echtes Drittliga-Wochenende. Wir gehen natürlich auch in dieser Sendung auf den Sieg von WN Wiesbaden gestern gegen Saarbrücken ein. Und morgen, darauf hier jetzt schon der Hinweis, ab 14 Uhr live das Spiel Darmstadt 98 gegen den Aufstiegsaspiranten Karlsruher SC. Ja, wie gesagt, ein paar Fans sind da. Eigentlich unverhältnismäßig viele haben diese lange Reise angetreten. Aber Tim Brockmeier, das hat auch seinen Grund. Ja, es gab Freikarten für alle mitgereisten Fans, etwa 150 an der Zahl, bezahlt vor den Spielern des UFC. Sozusagen als Entschädigung für das doppelte Derby-Desaster, die beiden Niederlagen gegen Darmstadt in der Liga und im Hessen-Pokal. Die Kickers in erfrischendem Apfelgrün, heute also in Rostock, umweht von einem Hauch Endzeitstimmung. Finanziell und sportlich kurz vor dem Kollaps, das geht an keinem im Verein spurlos vorbei, auch nicht an der Mannschaft. Das bestätigte unter der Woche zum Beispiel Marcel Stadel, der sagte, natürlich beschäftigt uns die wirtschaftliche Situation des Vereins. Das alles gilt es zumindest für 90 Minuten auszublenden. Es geht um ein ganz wichtiges Spiel heute in Rostock, das seinerseits, wie Volker Hirt es gesagt hat, mit einem Dreier den Klassenerhalt endgültig perfekt machen könnte. Die Voraussetzungen insgesamt für ein gutes Spiel sind also gegeben. Offenbach zuletzt 5 Spiele ohne Sieg. Rostock dagegen immerhin. Zuletzt mit einem erkämpften 1:1 in Saarbrücken. Langer Pass. Auf Smetana, Wolnikowski aufmerksam. Trainer Rico Schmidt untermalte die Partie mit den Worten: Gegen Rostock brauche ich Spieler mit, Entschuldigung, Eiern, hat er selbst so gesagt. Nach der Niederlage gegen Darmstadt hatte er seinem Team noch Angsthasenfußball bescheinigt. Das Spiel beginnt insgesamt aber auf mäßigem Niveau. Rostock mit dem Versuch, das Spielgeschehen zu bestimmen. Offenbach zunächst auf stabile Defensive bedacht, geleitet von Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus. Das ist Blum. Der schickt Smetana, aber wieder Wolnikowski, der da in Gemeinschaftsaktion mit Stefan Kleine-Heißmann rechtzeitig zur Stelle ist. Die große Frage ist, wie gut können die Spieler dieses Problem, die Frage nach ihrer Zukunft ausblenden, sich auf das Jetzt konzentrieren. Einige aus dem Team gucken schon nach Alternativen. Er hier, Fetsch, soll mit Paderborn bereits einig sein. Freistoßbänder, aber ohne Gefahr. Also, Offenbach sozusagen das Spiel heute vor der Brust, die Zukunft irgendwie im Kopf. Die Kickers ohne den gesperrten Wasshausen und ohne Julius Reinhardt, der verletzte sich im Pokalspiel gegen Darmstadt schwer am Oberschenkel, wird wohl für den Rest der Saison ausfallen. Schwarz auf Fetsch. Gute 10 Minuten gespielt. Das Spiel allerdings bis dahin auf recht überschaubarem Niveau. Die Gastgeber aus Rostock mit großen Ambitionen in diese Partie gestartet. Trainer Marc Fascher sagte im Vorfeld, wir wollen die letzten Fragezeichen beseitigen und ein Ausrufezeichen hinter den Klassenerhalt setzen. Mendy mit Platz. Mendy mit der Flanke, Wolnikowski ist da. Aber nach etwa 20 gespielten Minuten hat sich das Bild nicht wesentlich geändert. Beide Teams fehlerhaft, ohne echte Spielidee. Torgefahr so gut wie nicht vorhanden. Das ist Becker. Auf der anderen Seite aber bietet Rostock auch nichts Spektakuläres an. Heißmann gegen Blum, hohes Bein, gepfiffen von Steinhaus. Deswegen Freistoß
für den FC Hansa völlig korrekte Entscheidung. Blum führt selbst aus. Blum und Wolnikowski ohne Problem. Knappe halbe Stunde vorbei. Die Kickers tun sich wie so oft in dieser Saison schwer auf fremdem Platz. Bisher gab es gerade mal 3 Auswärtssiege. Das ist die Bilanz eines Absteigers. Fehler Offenbach, Mendy, Blum, dann der Pass auf Weiland. Weiland, und der macht das 1:0 für Rostock. Aus unmöglicher, fast torungefährlicher Situation, weil Ahlschwede katastrophales Abwehrverhalten an den Tag legt. Hier körperloser Begleitservice, Wolnikowski viel zu früh in der Ecke und auch auf den Knien. Und so geht dieses Schüsschen von Weiland rein. 1:0 für die Gastgeber. Offenbach in Rückstand. Die denkbar schlechteste Position für dieses wichtige Spiel. Kurz nach dem 1:0. Feldhahn auf Fetsch. Der trifft die Kugel nicht richtig. Die Offensive ist das große Problem der Kickers. Der OFC wartet seit über 9 gespielten Stunden auf ein eigenes Tor. Eine wahnsinnsschwarze Serie. Offenbach aber nach dem Rückstand immerhin nicht in kompletter Schockstarre. Bender auf Fetsch. 32 Minuten sind hier gespielt. Kurz später aber verstärken sich die Offenbacher Sorgen. Stein im Zweikampf mit Humbert. Beide bleiben liegen. Stein selbst wird auch lange behandelt am Knöchel. Das Foul sieht gar nicht so schlimm aus, aber es hat Folgen. Marc Stein, der 2005 hier in Rostock seine Profikarriere begann, muss ausgewechselt werden. Für ihn kommt der junge Daniel Givniel. Die Verletztenliste der Kickers mit unter anderem Husterer, Mehic, Esse, Reinhardt ist jetzt um einen weiteren Namen reicher. Die 40. Minute. Das Spiel weiter, man muss es leider deutlich sagen, auf schwachem Niveau. Insgesamt aber ausgeglichen. Starke. Der im Strafraum. Starke, der fällt im Strafraum. Und Steinhaus pfeift sogar. Aber sie pfeift, weil sie Starke die gelbe Karte zeigen will. Und das völlig zu Recht, denn es ist eine astreine Aprilschwalbe, passend zu den frühlingshaften Temperaturen in Rostock. Ratgeber. Offenbach ist das Bemühen nicht abzusprechen. Fetsch. Dann Schwarz, aber das ist alles irgendwie zu kompliziert und irgendwie auch nicht zielführend. Die Nachspielzeit der ersten Hälfte. Der UFC hat jetzt etwas mehr vom Spiel, ohne zu überzeugen. Givniel. Und er bringt den Ball in die Mitte. Bender ist da. Und der trifft das Tor nicht. Es ist wie verhext. Der UFC jetzt exakt 577 Minuten ohne Torerfolg. Wenn man unten drin hängt, dann fehlt einem auch das Glück. Dann gehen auch solche Bälle einfach nicht rein. Klasse Vorarbeit, aber das Tor, es fällt nicht. 700 Kilometer, 10 Stunden Busfahrt, 0:1 zur Pause. Da tröstet auch die schönste Freikarte nichts. Da hilft eben nur Mama. Die zweite Hälfte. Offenbach jetzt von links nach rechts. Es gilt, aus diesem 0:1 wenigstens irgendwie noch ein Unentschieden zu machen. Starke, Weiland und der Starke dann wieder, der erneut fällt gegen Givniel, und wieder gibt es keinen Elfmeter. Und diesmal liegt Bibiana Steinhaus falsch, denn Givniel hier trifft Starke. Solche Elfer sind schon zuhauf gepfiffen worden. Glück für die Kickers. Im Hinspiel holte der OFC noch einen 2:1-Sieg. Doppelpack von Vogler. Als sich beide Teams zum Hinspiel trafen übrigens, machten sich beide noch leise Aufstiegshoffnungen. Dann legten aber auch beide diese katastrophale Rückrunde hin und kämpfen jetzt beide auch gegen den Abstieg. Viele Parallelen also zwischen Rostock und Offenbach, die weiterhin relativ harmlos agieren. Ahlschwede, dann Fetsch,
artistisch, aber nicht zielführend. Rico Schmidt unermüdlich in seinen Motivationsversuchen. De facto aber sucht man zu diesem Zeitpunkt vergebens auf dem Platz jemanden, der sich bedingungslos gegen den Abstieg zu stemmen scheint. Die Mannschaft wirkt mental irgendwie am Boden. Auch heute fehlt zunächst der allerletzte Einsatz. Foul an Ratgeber von Holst. Freistoß für Offenbach. Der etatmäßige Standardschütze Reinhard fehlt. Givny. Aber das ist alles zu wenig für den Klassenerhalt. Becker. Nochmal Einwurf. Der schließlich aber in einem Ballverlust mündet. 55 Minuten sind hier gespielt. Ein Sponsor ermöglichte es dem OFC sogar, hier an der Ostsee für 2 Tage ein Hotel zu beziehen, sich optimal auf dieses Spiel vorbereiten zu können. Ein Engagement, das sich bis hierhin noch nicht ausgezahlt hat. Freistoß für die Kickers. Das ist Marc Fascher, Rostocks Trainer. Auch er unter Druck. Natürlich nach diesem Saisonverlauf. Bender mit dem Freistoß. Und Keeper Kevin Müller. Offenbacher Torgefahr tendiert weiter im Minusbereich. 1 Stunde gespielt. Die Kickers versuchen jetzt deutlich höher zu stehen und sich daraus Torchancen zu erspielen. Aber es ergeben sich Konterchancen für Rostock wie diese. Und Starke macht das 2:0 für die Gastgeber. 61 Minuten vorbei. Erneuter Totalausfall der Kickersabwehr. Kleiner Heißmann lässt Starke in seinem Rücken komplett unbehelligt davonziehen und der macht cool und abgezockt das 2:0. Noch 1/2 Stunde zu spielen. Die Kickers zu diesem Zeitpunkt mausetot und in freien Fall in Richtung Liga 4. Was übrigens gleichbedeutend wäre mit der Insolvenz des Vereins. Wenn Hoffnungslosigkeit ein Gesicht hat, dann dieses hier, das der Offenbacher Fans. Wer krempelt jetzt nochmal die Ärmel hoch? Wer wirft sich nochmal rein? Voll rein für den OFC, für den Verein, für die Fans, für die sportliche Zukunft der Kickers. Becker kommt nicht ran an den Ball. Ratgeber. Givniel holt sich den Ball. Fetsch. Und dann nochmal Aalschwede. Noch knapp 20 Minuten. Nach wie vor ist dem OFC das Bemühen nicht abzusprechen. Becker. Becker. Bender. Und dann ist Fetsch da. Tor. Endlich das Tor. Der Anschlusstreffer. Endlich wieder ein Kickerstreffer nach langen 604 torlosen Minuten. Und das ist sogar richtig gut gespielt hier. Becker auf Bender, der sieht, wie Fetsch reinkommt in den Fünfer. Und das Tor macht zum 2:1. Ein Hauch von Hoffnung keimt auf bei den Kickers, auch wenn die mitgereisten Fans noch reichlich skeptisch aus der Wäsche gucken. Das Tor allerdings wirkt wie ein Defibrillator für den OFC. Die Mannschaft eben noch leblos ist urplötzlich wieder belebt. Schwarz, Ecke für die Kickers. Bender. Auf Fetsch. Matthias Fetsch, der ist völlig frei, gleich zu sehen in der Wiederholung. Aber anstatt durchzuziehen, will er den Ball ins Tor legen. Weiter 2:1. Noch 10 Minuten. Rostock mit Mann und Maus am Verteidigen. Offenbach rennt an, wenn auch relativ kopflos, aber auch unermüdlich. Kleiner Heißmann. Stadel. Mosch vor kurzem eingewechselt. Aalschwede. Aalschwede, der sieht Mosch, das ist gut gespielt. Mosch hat Platz. Mosch wird gelegt von Smetana, der ranrauscht wie von Sinnen. Und es gibt den Elfmeter für den OFC. Ein glasklares Foul von Smetana. Das ist fast eine Tätigkeit. Der Rostocker selbst verletzt sich dabei schwer. Schien- und Wadenbeinbruch.
Und es gibt die große Chance für Offenbach zum Ausgleich, während er die großen Schmerzen hat. Der Kapitän tritt selber an zum Elfmeter. Matthias Fetsch, was für ein Druck auf ihn. Fetsch gegen Kevin Müller. Ein Moment, der am Ende der Saison entscheiden könnte über Abstieg oder Klassenerhalt für Kickers Offenbach. Matthias Fetsch muss ewig lange warten, bis der Elfmeter freigegeben wird. Jetzt darf er. Fetsch läuft an und Tor, der Ausgleich, 2:2. Eine absolute Befreiung für die Kickers und der macht das so unglaublich souverän. Kevin Müller komplett chancenlos. Die Hoffnung ist zurück bei den Kickers und auch bei ihnen. 2:2, die Schlussphase folgt. Beide Teams nicht zufrieden mit diesem Punkt. Offenbach wie Rostock spielen auf Sieg. Blum abgewehrt. Dann Weiland gegen Becker. Kein Foul, sagt Steinhaus. Weiland, Feldhahn kommt dran. Vorlage für Platt. Wulikowski, Wahnsinns! Reflex und Tat von ihm. Voller Körpereinsatz bis in die Leiste hinein. Das wäre der Siegtreffer für Rostock gewesen. Was für eine Parade von Wulnikowski. Großartig. Weiter 2:2. Und es bleibt auch am Ende bei diesem 2:2. Denn nach dieser allerletzten Großchance pfeift Bibiana Steinhaus ab. Der OFC erkämpft sich in einem nicht wirklich hochklassigen, aber dramatischen Spiel ein 2:2. Das Wie ist egal. Es ist ein Punkt, für die sich die Reise von Ihnen gelohnt hat. Was kann man jetzt hier raus mitnehmen aus diesem Spiel für den Rest der Saison? Ja, dass die Moral stimmt in der Mannschaft und dass wir bis zuletzt versuchen, alles zu geben für die Fans, für den Verein. Und so werden wir auch weitermachen. Es sind zwei wichtige Spiele jetzt gegen Wiesbaden und in Heidenheim. Und wir wissen, dass wir auch noch Punkte sammeln müssen, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir da noch ein paar Punkte sammeln und am Ende der Saison noch über dem Strich stehen. Das kann Gold sein, Gold wert sein, der Punkt. Und jetzt wollen wir endlich auch nochmal zu Hause gewinnen. Ein Punkt, der Gold wert sein kann, insbesondere von der Dramaturgie her. 2:2 nach 0:2, die Kickers leben noch. Es bleiben zwei Endspiele und ein hochspannender sportlicher Drittliga-Schlussspurt. Volker, bitte.